Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte über Kunst im Netz aus den letzten Jahren sprechen, über Anspruchsvolles und Kurioses, über Abseitiges und Populäres. Bekanntlich tickt die technologische Uhr seit ungefähr 10 bis 15 Jahren rasend schnell. Was 2006 durchs Netz ginge, ist heute ja schon uralt. Wir haben eine starke Dynamik, wir sind inmitten der digitalen Revolution. Darum hat es meine Auswahl, die ich hier zeige, zugleich einen musealen Charakter. Aber was sind denn die Blogs anderes als Archive und Museen? Die digitale Revolution verläuft in Stufen. Grundlage ist eine technische Evolution. Die Hardwareleistungen steigen kontinuierlich. Das bekannte Moore'sche Gesetz, wonach sich die Prozessorleistung ungefähr alle 18 Monate verdoppelt. Frappierend, eine etwas grobe Aussage, aber der Charakter der Aussage stimmt seit 45 Jahren. Nun passieren da aber qualitative Sprünge. Auf einmal ist eine Software wie Napster da und die Musikindustrie muss seit nunmehr 10 Jahren diesen Schock verdauen. Auf einmal gibt es eine Plattform wie WikiLeaks und eine Supermacht kommt in Bedrängnis. Oder auf einmal muss die ägyptische Regierung das Internet abschalten, eben um eine Revolution zu verhindern. Alles Ereignisse, für die es in der Geschichte so keinen Vergleich gibt. Ich möchte jetzt die Brücke zur digitalen Kunst schlagen, anhand eines besonderen Merkmals der digitalen Revolution, die großen Quantitäten. Diplomatische Enthüllungen gibt es ja, seit es Diplomatie gibt, aber das in dieser Menge 251.287 diplomatische Depeschen an die Öffentlichkeit durchsickern. Diese Quantität ist eine neue Qualität. Und dafür jetzt aber Beispiele aus Netzkunst. Das ging jetzt noch ungefähr 27 Minuten lang. Victor Salomon hat aus der US-amerikanischen Fernsehserie The Sopranos alle expliziten Ausdrücke zusammengetragen. Also eine typische semantische Kategorisierung, aber eben vor allem auch die Wirkung einer großen Quantität. Schauen Sie sich das zu Hause mal an, 27 Minuten lang. Oder im Musikbereich hat der israelische Musiker Kuti Man vor 2 Jahren für Aufsehen gesorgt mit seinem Projekt Through You, bei dem er aus etlichen gefundenen YouTube-Schnipseln ein neues Musikstück zusammensetzte. Okay. Splitscreen hier ist ein spezifisches Darstellungsmittel für diese Ästhetik der großen Quantitäten. Denn die großen Mengen, also hier das vorgefundene Material von YouTube, von Amateurvideos auf YouTube, die müssen ja dargestellt werden. Und in dem Fall, anders als im ersten Beispiel, kommt es ja nicht hintereinander, sondern gleichzeitig spielen die zusammen im virtuellen Raum. Und das muss dann eben auch visuell gezeigt werden, hier mithilfe des Split-Screens. Ein ähnliches Beispiel ist vom amerikanischen Künstler Corey Archangel, der ein Musikstück von Johann Sebastian Bach aus YouTube-Schnipseln nachinterpretiert hat. Ist es nicht irgendwie neu zusammengesetzt, sondern es ist als Remix verstanden,
um ein altes Stück von Johann Sebastian Bach, Goldberg-Variationen, neu zu interpretieren oder zu arrangieren. Also dafür gibt es eigentlich keinen richtigen Begriff. Ein weiteres Beispiel von besonderer Kuriosität ist eine Nachinszenierung von via Found-Footage-Material aus YouTube des Stückes 4 Minuten 33 von John Cage. Ein Stück von 1952, bei dem die Musiker nichts machen auf der Bühne, die 4 Minuten und 33 Sekunden lang schweigen. Und Dick White hat jetzt alle möglichen YouTube-Schnipsel gesammelt, in denen Musiker eben gerade nichts tun oder irgendwie Musik gerade nicht klingt und das dann natürlich genau 4 Minuten und 33 Sekunden lang arrangiert. Eine visuelle Analogie zu diesen Werken wie von Corey Archangel oder diese 4 Minuten 33 Arbeit wäre diese Art von Bildern, die erkennbar aus vielen anderen Bildern zusammengesetzt sind. Und von denen findet man viele im Netz, hier zum Beispiel schöne Arbeiten von Jarvis Zellis. Da kann natürlich der Aspekt der Urheberschaft und des Urheberrechts nicht unbesprochen bleiben. Das Netz ist eine riesige Fundgrube, aber wem gehören diese Inhalte? Was darf man mit ihnen anstellen? Eine allgemeine Antwort gibt es darauf nicht. Es gibt ein Urheberrecht, das versucht, eine Grundlage für die Verbreitung, Vergütung und für den Schutz von Ideen und immaterieller Arbeit herzustellen. Das ist natürlich, das ist grundsätzlich heikel, weil es ein Konstrukt ist. Und mit der Digitalisierung, also der extremen Immaterialisierung und Vervielfältigung, kommt die Idee des geistigen Eigentums gänzlich ins Wanken. Und Künstler thematisieren das dann auch. In 100 Million Stolen Pixels von Kim Eisendorf werden aus Bildern aus dem Netz kleine Kompartimente entnommen und neu zusammengesetzt. Kurzgeschichtlich gibt es dafür Vorbilder, die seriellen Vervielfältigungen von Warhol, wie 30 are better than one, oder die 4900 Farben von Gerhard Richter. Beide thematisieren ebenfalls die großen Zahlen, aber ihre Größen sind noch das, was für die analoge Welt der 60er, 70er Jahre eben große Zahlen waren, während natürlich jetzt hier der technologische Umbruch sehr frappierend ist mit diesem Werk 100 Millionen, also 100 Millionen Pixel, die hier zum Bild vereint werden. Die 100 Millionen, das ist natürlich eine willkürliche Zahl, das kann ja niemand nachzählen. Diese Zahl exemplifiziert einfach nur die riesige Menge. Ähnlich sind da die 77 Million Paintings von Brian Eno. Das ist die Gesamtzahl der möglichen Kombinationen einer Bilderstellungssoftware. Gänzlich unbegrenzt sind dagegen die Möglichkeiten des Net Art Generators von Cornelia Solfrank, eine Künstlerin, die sich viel mit Urheberrecht, Autorschaft und das Wesen von Künstlerschaft auseinandersetzt. Der Net Art Generator, das ist jetzt mein einziges bisschen älteres Beispiel, das ist von 1999. Da gibt man Google-Suchbegriffe für Bilder ein und aus einer gegebenen Zahl von Treffern wird dann algorithmisch ein Bild-Remix erstellt. Mit, wie ich finde, sehr schönen Ergebnissen. Hier zum Beispiel habe ich eingegeben Warhol und Marilyn Monroe, das ist groß. Also auf jeden Fall Bilder, die urheberrechtlich prekär sind. Gerade die Warhol Foundation ist sehr hinter solchen Sachen her. Oder ich habe mal eingegeben Getty Images, auch auf jeden Fall geschütztes Material, was hier dann geremixt wird. Oder ich habe auch mal Der Kongress blockt eingegeben, dann kam das hier dabei raus. Also das Interessante daran ist eben auch, also ich finde es visuell schön und interessant ist aber eigentlich einfach auch,
weil das völlig unklar ist, wo jetzt hier die Urheberrechte liegen. Bei jedem Urheber, jedes einzelnen Bildbestandteiles oder beim Computer selber, der irgendwie auch mit Zufall da was zusammen gemacht hat, oder ist der Programmierer, der das programmiert hat, der Urheber, oder ist Cornelia Solfang, die Künstlerin, die das Ganze konzipiert hat, ist die jetzt die Autorin davon? Also das ist natürlich völlig unentwirrbar in diesem Fall. Eine eigene Arbeit kann ich in dem Zusammenhang mit dem Urheberrecht im Netz an der Stelle auch nennen. Ich habe jahrelang mit Fremdanteilen komponiert, also ich bin von Haus aus Komponist, habe mich viel mit Sampling beschäftigt und da eben mich auch immer mehr für die großen Quantitäten interessiert. Ein DJ hatte eben noch vor 30 Jahren hatte halt zwei Plattenspieler, die er zusammen mischt, aber heute haben wir eben Millionen Musikstücke im Netz. Aber ich habe zum Beispiel ein Stück gemacht, das 9000 Fremdanteile hatte. Und dann kam ins Bewusstsein, 9000 Fremdanteile, wenn ich das jetzt korrekt bei der GEMA anmelden würde, dann müsste ich 9000 Formulare ausfüllen. Denn auf dem Werkanmeldebogen der GEMA heißt es, Originaltitel von verwendeten Volksweisen oder anderer Werke sind hier zu nennen. Die immer noch weit verbreitete Ansicht, dass 8 oder 4 Takte ohne Zustimmung benutzt werden dürfen, ist falsch. Nun, das ist offenkundig eine Regelung, die noch aus analogen Zeiten stammt, weil wir eben heute Festplatten haben mit Terabytes an Musik und ein Internet mit Millionen von Musiken. Und das fördert natürlich die Mashup-Kultur sehr stark. Und ich stehe natürlich auch auf dieser Seite, die eine freie Verbreitung von Informationen und Kultur und Kunst propagiert. Darum habe ich in dem Zusammenhang 2008 eine Kunstaktion durchgeführt. Ich habe ein elektronisches Stück komponiert, das 70.200 Zitate enthält, aber gerade mal 33 Sekunden lang dauert. Das ist das Stück. Also mir ging es nicht nur darum, jetzt da technisch zu zeigen, dass es halt machbar ist, so eine Kompression, sondern ich habe eben genau versucht, das zu komponieren, dieses Spektrum, natürlich vom Rauschen tausender Klangpartikel bis zum 2 Sekunden langen Zitat am Ende, das auch eindeutig als ein musikalischer Verweis erkennbar ist. Und dann habe ich die Aktion durchgeführt und eine Lastwagenladung voll mit 70.200 Formularen für die Werkanmeldung eingereicht, für dieses Stück. Das war die Aktion, kleinen Ausschnitt. Ein Ausschnitt aus einer Dokumentation, ein paar Bilder. Am 12. September 2008 ist es soweit. Kreidler fährt mit einem Lastwagen voller Papier bei der GEMA-Generaldirektion in Berlin am Wittenbergplatz vor. Etwa 50 Personen erwarten ihn vor dem Gebäude. Journalisten von Zeitungen und Blogs, Radio und Fernsehen, Musiker, Creative Commons Aktivisten und Politiker der Grünen sowie der Piratenpartei. Musik ist keine Kunst mehr. Musik ist eine juristische Fachdisziplin. Aber ich mache aus dem Juristischen wieder Kunst. Das ist ein Musiktheaterstück. Das ist der erste Akt. Sie erleben die Aufführung einer von 500.000 Werkanmeldungen, die jährlich bei der GEMA eingehen. Wird dieses Stück legal sein oder illegal? Wird es vielleicht das illegalste Musikstück der Musikgeschichte sein? Darauf dürfen wir jetzt gespannt sein. Es muss natürlich im digitalen Zeitalter eine neue Möglichkeit gefunden werden für die Verbreitung einerseits und für die Vergütung andererseits. Ich begrüße Sie von der GEMA. Ich bin selbst Mitglied von der GEMA, das möchte ich sehr betonen. Ich wünsche mir sehr als Partner der GEMA, dass wir in diesen Zeiten Möglichkeiten finden, dass Künstler ihre Kunst verbreiten können, dass sie dafür vergütet werden. Und ich hoffe, wir kommen dann ins Gespräch. Thank you.
Herz und ich möchte einen schönen Pflaumenkuchen backen. Wenn ich aber bei Nacht und Nebel in den Garten steige und die Pflaumen einfach wegnehme, oder wenn ich, das scheint mir so ein bisschen die Zielrichtung zu sagen, Sie zu sein. Nicht geistiges Eigentum. Na, das will ich, das ich geistiges Eigentum ist wie materielles Eigentum. Es geht auch nicht um Pflaumen, sondern um ein Pflaumenkuchenrezept. Es geht um den konkreten Pflaumenkuchen. Die Pflaumen müssen kopiert werden. Den möchte ich sehen, der Pflaumen kopiert. In der Netzkunst zeichnet sich ein Wandel ab. Waren spezifische Ideen der Netzkunst Beginn des Internets in den 90er Jahren die Partizipation, wie zum Beispiel der NetArt Generator, und die Hyperlinks und der Hypertext, also die Webseite als Kunstmedium, ist das heute meines Erachtens nur noch ein Teil. Der größte Teil der Kunst ist doch die konsumierbare in Form von Bildern, von Musikstücken und vor allem von Videos, die als Videos Kunst sind, oder die Videos, die Kunstwerke, welche in der Galerie, im Konzertsaal oder auf der Straße stattfanden, dokumentieren. Darum würde ich heute auch nicht mehr von spezifischer Netzkunst sprechen, sondern etwas nüchterner von Kunst im Netz. Ich denke auch, man hat die Hoffnungen in die Interaktivität da wohl etwas zu hoch angesetzt, wie der Philosoph Robert Faller festgestellt hat, der den Gegenbegriff der Interpassivität stattdessen prägt. Man könnte aber auch sagen, dass sich die Aktivität der User mehr auf das Distribuieren und Kommentieren in den sozialen Netzwerken verschiebt. Hier ein typisches Beispiel dafür. Crossroads, What to Do von Gavin Nolte. Neuberechnung in Gang, bitte wenden. Neuberechnung in Gang, fahren Sie 140 Meter, dann bitte wenden. Also ein schönes konzeptuelles kleines Werk, das im Original wohl maximal 5 Leute sehen können, also die Fahrzeuginsassen. Aber per einfachem Video gelangt sowas dann mühelos an die breitere Öffentlichkeit im Netz, im sozialen Netz, potenziell bis zu 2 Milliarden Menschen, die Internetzugang haben. Diese Bilder, Musik und Videos sind also nicht auf einer Webseite vorhanden, sondern sind einbettbare Elemente und verbreiten sich über die sozialen Netzwerke. Sie sind darauf angelegt, dass sie auf diese Weise verbreitbar sind. Der Philosoph Harry Lehmann hat den Ausdruck der Virtugenität dafür geprägt. Ich erläutere das kurz. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich hat in seinem Buch Raffinierte Kunst, Übung vor Reproduktion analysiert, dass es schon zu barocken Zeiten unerlässlich war, dass Gemälde in Form von Kupferstichen reproduzierbar, also verbreitbar sein mussten. Maler und Kupferstecher bildeten ein konstituierendes Paar für das Werk, wie hier zum Beispiel Hyacinthe Rigaud und sein Stecher Pierre Trevet beim Porträt Ludwig XIV. Gemälde und Kupferstich sind unmittelbar hintereinander entstanden. Das war für das Bild absolut wichtig, dass es sofort reproduzierbar war. Also von wegen, dass immer die Reproduktion macht ja die Aura kaputt und so, hat man schon zu Brauchzeiten durchaus auch pragmatischer gesehen. Später dann mussten die Bilder entsprechend für Kataloge und Zeitschriften natürlich fotografierbar sein, also fotogen sein, wie Wolfgang Ulrich das dann nennt. Und heutige Kunst, auch wenn sie auf der Straße stattfindet, hat die Motivation, für den virtuellen Raum des Internets reproduzierbar zu sein, was Lehmann dann in Anlehnung an die Fotogenität von Bildern früher, heute die Virtugenität von Kunstwerken im Netz nennt. Und was eben auch ermöglicht, dass ich eben hier solche Werke präsentieren kann. So komme ich zum nächsten Beispiel. 7 Hours and 54 Minutes of Vacuum Cleaner Sounds.
eigentlich natürlich eine Klanginstallation, die Geräusche von Staubsaugern in Permanenz. Witzig daran ist aber, dass eben keine wirkliche Dauerinstallation gemacht wurde, nicht in einer Galerie und auch nicht auf einer Webseite, wo das einfach ständig läuft, sondern es wurde in die Form eines YouTube-Videos gebracht. YouTube-Videos sind ja in der Regel 1 bis 5 Minuten lang und entsprechen damit auch dem üblichen Aufmerksamkeitsreservoir, das man ihnen schenkt. Aber was hier natürlich völlig überzogen wird, das Video geht 7 Stunden und 54 Minuten, das schaut natürlich kein Mensch so lange an. Insofern ist diese Dauer ja auch wieder ganz egal. Aber also ist einfach nur quasi ewig lang. Aber doch wurde eine bestimmte Dauer festgelegt, 7 Stunden und 54 Minuten. Ähnlich den 100 Millionen Pixeln oder den 70.200 Fremdzitaten. Das Wesen von Kunst ist eben doch immer wieder aufs Neue das Werk, die definitive Setzung. Ich komme zum letzten Beispiel. I am sitting in a YouTube room von Patrick Little. Auch hier wird ein bestehendes Stück neu interpretiert, und zwar das Stück I am sitting in a room von Anne Lussier von 1969. Das ist ein Klassiker der Klangkunst. Die Idee von Lussier ist, dass ein Performer in einem Raum sitzt und einen kurzen Text spricht, das wird aufgenommen und diese Aufnahme wird dann wieder aus Lautsprechern ausgegeben. Und das wird wieder aufgenommen und die Aufnahme wird dann wieder aus den Lautsprechern ausgegeben und so dreht sich das immer im Kreis. Und was dabei passiert, ist, dass immer mehr davon gefiltert wird, weil natürlich die Qualität, also die Sprachverständlichkeit, geht immer mehr verloren, je mehr das immer wieder durch die Kabel, durch die Lautsprecher, durch das Mikrofon und vor allem durch den Raum geht. Der Raum bewirkt immer auch eine Filterung, der hat seine eigenen Resonanzen und so wird aus dem anfänglich gesprochenen Text allmählich mehr ein Klang. Und das hat nun Patrick Little medial aktualisiert, indem er dieses rekursive Verfahren mit der YouTube-Komprimierung bewerkstelligt hat. Er hat ein kurzes Video aufgenommen und bei YouTube hochgeladen, das dann wieder gerippt und das Gerippte dann wieder hochgeladen und das dann wieder gerippt und wieder hochgeladen und so weiter. Und bei jedem Mal hochladen komprimieren die YouTube-Algorithmen das Video. Und auf diese Weise entstehen immer mehr digitale Artefakte. Hier ist das Original. I'm sitting in a room different from the one you are in now. I'm recording the sound of my speaking voice as well as the image of myself, and I'm going to upload it to YouTube, rip it from YouTube, and upload it again and again, until the original characteristics of both my voice and my image are destroyed. What you will see and hear then are the artifacts inherent in the video codec of both YouTube and the MP4 format I convert it to on my computer. I regard this activity not so much as a demonstration. Das ist also das Original und es geht mir wieder um große Qualitäten. Er hat das 1000-mal gemacht, 1000-mal gerippt und wieder hochgeladen. Und das ist jetzt der 1000. und letzte Durchgang. Alle Zwischenstadien sind natürlich auch auf YouTube einsehbar. Damit möchte ich schließen und noch einen Begriff nennen für diese Art von Kunst, der großen Quantitäten, die bestimmte Techniken verwendet und ein bestimmtes Lebensgefühl, wie diese Technologien bewirken, zum Ausdruck bringt. Ich nenne es hypermoderne Kunst. Den Ausdruck hat meines Wissens der Schriftsteller und Netzphilosoph Peter Glaser initiiert. Ich sehe den Ausdruck als Begriff für Kunst im Netz, die mit großen Quantitäten arbeitet. Hypermoderne ist kein Epochenbegriff, es ist ein Gattungsbegriff, eine Spielart der Postmoderne, in der wir uns befinden, eine vielleicht späte Phase der Postmoderne, mit der Allgegenwart von riesigen Mengen an Informationen. Ich sehe Kunst als ungemein wichtig und hilfreich an, den Menschen in dieser Zeit auf der Ebene der Ästhetik ein Bewusstsein von sich und seiner Zeit zu geben. Danke für die Aufmerksamkeit.